Das hier ist eines der ja, Spezialgegenständchen, die der Sniper hat. Das ist ein, ja, so ein kleiner Ball, Bewegungsmelderball, der eben sofort anzeigt, wenn sich Leute in meiner Umgebung Feinde befinden. Also dazu muss ich sie dann gar nicht sehen, sondern die Bewegung an sich triggert den... Oh, da steht einer. Komm jetzt, schieß doch! Ich meine, das müsst ihr euch reinziehen. Das hier, ja, er lädt halt echt einzeln nach. Man kann nicht im Zoom nachladen, das macht ja Sinn. Aber es ist für jetzt völlig unproduktiv. So, hier war auch noch einer, ja, den holt sich jemand anders. Ich glaube, mir bleibt einfach nicht viel übrig, als jetzt ein bisschen zu snipern und darauf zu hoffen, dass ich im nächsten Match vielleicht mal ein Level abkriege. Auch wenn das... Auch wenn das unwahrscheinlich ist, denn ich spiele einfach scheiße. Ah, jetzt ärgert mich schon wieder. Andere Spiele würde ich jetzt viel besser hinkriegen, da bin ich mir ganz sicher. So, komm her. Ja? Ah, da fällt er. Fällt er ins Bild? Das war ja natürlich nicht so gedacht. Aber gut, mir kann es ja auch egal sein. Jetzt muss hier mal am Arsch jetzt. Ich gehe jetzt nach oben, ich gehe jetzt nach vorne und hole diese verdammte Kiste, weil offenbar mein gesamtes Team im Gehirn einen Klumpen Hack hat und es nicht schafft, diese doch eigentlich sehr einfache Aufgabe zu erledigen. Da muss tatsächlich dann der Level 6 Krüppel wie ich ankommen und sich durchkämpfen. Das ist ein Witz, Leute. Ihr habt Jeeps, ihr habt Panzer. Ihr steht alle nur 300 Meter entfernt und guckt auf eure scheiß Kills. Mann, 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 was bin ich froh, dass Xbox Live und PlayStation Network kein wirklich repräsentativer Querschnitt der Gesellschaft ist. Also wirklich so ein Haufen Penner. Also online ist wirklich... Da können wir anfangen zu heulen. Also da möchte ich wirklich vom Ende der Welt träumen, wenn ich mir angucke, welche Hackbretter hier online spielen. Mal wirklich. Oh, ich könnte mich ewig aufregen. So, haben wir es endlich geschafft. Hä? Musste ich schon vorlaufen mit meinem Level 4, damit hier irgendeiner mal zu der Scheißkiste geht. Habt ihr ja toll gemacht. So, jetzt warten wir, bis die aufgesprengt ist. Und ich kann natürlich nur versuchen, das jetzt so ein bisschen zu beschützen, wie ich es jetzt hier auch mache. Habe ich geschafft, aber trotzdem war noch einer. Aber man sieht jetzt hier, weil sie versuchen zu entschärfen. Ach Mann, ey, das sind einfach nur Idioten. Es ist wirklich bezeichnend, wenn ich es schaffe, bis vorne zu den Kisten zu laufen und die anderen mit ihren Level 30 es nicht schaffen. Möchte ich nur mal so sagen. Da stehen sie alle rum. Ja, komm, bewegt euch, los, 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 los. Viel zu viel Action morgens um 8. Jetzt muss ich ein bisschen mich entlang schleichen. Das werde ich jetzt auch mal versuchen. Wenn ich jetzt nämlich, jawohl, hier durch und dann hier rein und schon kann ich die Jungs relativ easy so ein bisschen erledigen. Was? Ja, jetzt hängen wir doch nicht in diese Scheiß... Geh doch mal weg jetzt! Hängen die mir einen 8 Meter Orden ins Bild, sodass ich auch ja nichts sehen kann? Nee, also mal jetzt mal im Ernst. Beta? Scheiße! So. Jetzt will ich aber auch mal ein paar ordentliche Punkte holen, weil sonst sieht das für mich richtig scheiße aus. Hab schon wieder keine Lust mehr. So. Da habe ich mich extra rangeschlichen. Dann macht mir dieser blöde Orden alles kaputt. Also ich meine, so ein dickes Ding flaumt der mir da rein. Das ist doch zum Kotzen. So, jetzt komm her. Komm. Ich könnte jetzt auch hier durch die Wand schießen. Ist ja nur eine Holzwand. Ja, ich habe leider nicht wie in Modern Warfare 2 im Moment noch irgendeine Art von Full Metal Jacket, sodass ich eben durch die Betonwände schießen kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, das gibt es. Da gibt es Waffen und Munition, die das kann. Ich im Moment habe hier noch nichts, weil ich ja auch noch... Gerade mal den Alarm ausmachen. Weil ich ja auch noch im Weichei bin. So, wir versuchen es nochmal. Wir starten einen Versuch noch, uns durchzukämpfen. Da läuft einer. Oh Gott, schnell hinknien. Nein, nein, nein. 14% Energie hat er noch. Guck, und schon fühle ich mich ein bisschen besser.
Weil ich weiß, ich habe ihn ja auf 86% abgezogen. Das ist ja eigentlich schon ein Kill. Warum kriege ich dafür eigentlich keine Punkte? Das finde ich schade, weil Grobmotoriker wie ich sollten durchaus auch mal motiviert werden. Und das wäre eine Möglichkeit, einen halben Punkt zu geben, als ob das jetzt so wehtun würde. Ja, sie haben jemanden recht ordentlich verwundet. Und schnappen sie sich dafür ruhig mal hier so einen halben Punkt. Ist ja auch, wir haben es ja. Also, eine Sache, die ich wirklich hasse, sind Leute, die hinter Kisten sitzen und andere Leute von hinten erschießen. Dafür, na komm, erschießt ihn jetzt auch einer? Nein. Ich bin offenbar auch echt in einem Team mit Allround-Amateuren, die alle nur... Die einfach müllen sich darauf... Hier ist kein Team-Taktik. Also bei Modern Warfare muss man tatsächlich sagen, da ist ja auch eine etwas größere Community zum Beispiel. Bei Modern Warfare 2 hat man eben... Oh, Moment. Den Knien. Bei Modern Warfare 2 hat man Level 42 und ein Rapid Fire Add-on und ein undefiniertes Add-on, was ein Piratensymbol hat, also ein Totenkopf und zwei Knochen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist offensichtlich besser als das, was ich habe, denn ich habe nichts. Ich hör's auf. Ich rede jetzt nicht mehr. Entschuldigung, ich habe keinen Bock mehr, mit euch zu reden. Mir geht das jetzt gerade aber auch auf die Eier. Von hinten! Carrison! So, ich probiere mal statt Medic jetzt was ganz anderes. Ich nehme einen Engineer. Warum eigentlich? Nee, es macht doch gar keinen Sinn. Engineer macht gar keinen Sinn, weil es gibt eh keine Fahrzeuge mehr jetzt. Doch, scheinbar doch noch. Da ein Panzer. Ich weiß nicht genau, warum ich so wenig Fahrzeuge hier sehe, denn eigentlich respawnen die ja immer und es gibt immer welche, aber das ist auch so ein typisches Bad Company Ding, es gibt so Abstufungen, es gibt so Kapitel sozusagen pro Map, das heißt, oh Moment, nee, der ist von mir, oh nee, okay, bin ich völlig falsch, oh, ich stehe völlig oben. Das heißt, man kämpft sich immer weiter nach vorne. Wenn man die ersten beiden Kisten erledigt hat, dann kommt man eben eine Stufe weiter nach hinten und man drängt den Gegner so hinter die eigenen Linien immer weiter zurück bis zum Last Stand. Das ist genau das, wo wir hier gerade sind. Also die letzte Möglichkeit für den Gegner noch irgendwie zu gewinnen, indem er eben diese zwei Kisten oder auch nur eine für sich sichert und die eben sich nicht abnehmen lässt. Ich kann mal gucken. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Komm, komm, da oben steht doch einer. Ja, man kann auch... Ich mag die Waffen. Ich mag auch dieses Realistische. Ich mag das Sachen verziehen. Ich mag es auch, dass man sich langsam gut spielen muss, indem man bessere Waffen kriegt. Aber irgendwie ist es schon sehr frustrierend am Anfang. Und ich hoffe, dass es später in der Finalversion schon anders sein wird. Dass man dann nicht in einem Raum ist mit Leuten, die 10-mal so gut sind von den Werten her, wie man selbst. Weil da kann man auch mit Skill, den ich ja inflationär fast schon habe... Also der fließt ja wirklich förmlich aus mir raus, der Skill. Aber es hilft dann einfach nichts mehr. Es reicht nicht, man muss trotzdem irgendwie auf fiese Taktiken zurückgreifen. Und naja, ich glaube, man kennt ja mittlerweile auch alle die Modern Warfare 2, ja, wie nennt man sie, Booster, die eben zu zweit in ein Free-for-All-Match gehen und sich dann da gegenseitig die ganze Zeit killen und dann ja sich die Helikopter holen und die ganzen Gadgets, die man eben kriegt, nur damit sie am Ende halt Erster sind, ganz viele Punkte haben und sich eben ihre Level dann so... Naja, im Grunde ist es Cheaten auf eine noch dümmere Art, weil es macht ja nicht mal Spaß. Man kann ja nicht mal die Gegner besser killen durch das Cheaten, sondern man kann nur seinen Kumpel immer wieder killen. Oh, lach doch nach, du Idiot! Man kann nur seinen Kumpel killen und ja, kriegt am Ende halt irgendwie einen hohen Score. Ich verstehe noch nicht so ganz, was das bringen soll. Die Tatsache, dass man eben ja immer wieder Leute sieht, die das machen. Oder Munition geholt, sich selbst ein bisschen Munition geworfen. Hier geht das in dem Sinne so nicht. Zumindest nicht in dieser Map. Oh, jetzt muss ich mal... Ich rede auch zu viel und denke und schieße zu wenig. Ja, auf jeden Fall geht mir ein bisschen das... Mir geht ein bisschen das Verziehen der Waffen auf den Sack, aber auch nur, weil ich halt einfach Probleme damit habe. Und ich weiß natürlich, dass ich mir entsprechende Verbesserungen erst verdienen muss. Das ist auch gut und ich mag das auch, aber jetzt im Moment geht es mir einfach mega auf den Sack. Weil ich einfach weiß, ich sehe die Gegner, ich treffe sie, aber ich muss jedes Mal wieder noch
nachjustieren und dann doch irgendwie, ja, unser Team hat verloren, obwohl nur noch eine Kiste übrig war, ihr scheiß Blöden. Ich habe jetzt erstmal genug. Wir gucken uns jetzt das so schnell an. Ich weiß genau, dass ich irgendwo ganz unten bin. Braucht ihr mir gar nicht schreiben und sagen, das weiß ich. So, guckt euch aber auch mal die Level an und dann seht ihr auch, der Kretschmer ist ja, der ist ja wie eine Ameise auf einem Elefantenfriedhof. So, das macht jetzt nur von der Größe her Sinn, nicht vom Inhalt, aber ihr versteht das, Schweine. So, ich bin jetzt kurz vor, naja, fast vor 6. Level 6, hab hier immerhin, muss man ja auch mal sagen, hier 6-mal Kill Assist. Das zeigt nur, dass dieses blöde Verreißen, ja, echt ein Problem für mich darstellt noch im Moment, weil ich einfach scheiß Waffen habe, weil man schießt und dann kriegt man eben immer nur seine Kill Assist. Ja, und ich habe sogar in a round be the best player. Ich weiß nicht, welche Runde das gewesen sein soll, aber es war wohl so. Na gut, hab ich kein Problem mit.